Der Staat muss sich um die Schwächsten kümmern. Diejenigen, die in verletzlichen Lebenssituationen sind und diejenigen, die in der öffentlichen Debatte keine Stimme haben. Deshalb haben wir uns damit beschäftigt, welche Menschen von Corona-Maßnahmen besonders betroffen sind. Wir haben uns damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen kranke Menschen abgeschoben werden dürfen. Und wir haben uns mit der Berufsausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen befasst. Deshalb empfehlen wir, das Aufenthaltsgesetz zu ändern. Wir empfehlen, dass es unabhängige Verfahrensberatungen für Asylsuchende gibt. Und wir empfehlen, dass die Abschiebungsbeobachtung gestärkt wird. Jugendliche mit Behinderungen haben, wie alle Jugendlichen, das Recht auf eine Ausbildung zu einem Beruf, in dem sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Aber nur 10% der Jugendlichen mit Behinderungen machen eine reguläre Ausbildung. Die anderen 90% gehen in Berufsvorbereitungskurse oder andere Sonderformen, mit dem Ergebnis, dass sie Abschlüsse haben, die für Arbeitgeber unbekannt sind. Die Berichte der vergangenen 5 Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen. Es gibt Verbesserungsbedarf in vielen Bereichen. In Deutschland etwa beim Zwang in der Psychiatrie, bei der Unterbringung von Geflüchteten oder bei Kindern, wenn ein Elternteil im Gefängnis ist. Aber auch in der Politik nach außen besteht menschenrechtlicher Handlungsbedarf. Rüstungsexporte müssen sich an Menschenrechten ausrichten. Es zeichnet den Rechtsstaat aus, dass er seine Verpflichtungen aus den Grund- und Menschenrechten ernst nimmt.